jetzt bin ich wieder zu Hause. Oh, Weltreise. Seit 10 Uhr unterwegs und wir haben jetzt irgendwie 14 Uhr. So schnell kann der halbe Tag schon vorbei sein, ne? Mit ganz vielen Erledigungen. So, ich muss mich jetzt auf jeden Fall erstmal umziehen. Das Kleid hier ist viel zu warm. Oh, also ist zwar ein Kleid, aber es ist so ein doppelter Stoff und langärmig. So, Moment eben. So, jetzt habe ich mal meine Haare nach oben gemacht und habe mich frei gemacht. Oh, es ist einfach so heiß. Es ist so heiß. Mach mal hier die Tür auf, dass ein bisschen Durchzug reinkommt. Ja, Gatsch hat hier seine Impfungen bekommen. Jetzt braucht er erstmal Ruhe. Der liegt bestimmt hier. Ja, hier ist es schön kalt für dich, ne, mein Schatz? Oder im Hausflur, das mag er auch immer gerne. Einfach im Hausflur chillen. Ja, mein Schatz, hast du heute super gemacht beim Arzt. Warst du ganz, ganz lieb, ne? So, ihr Lieben, gerade kam meine Amazon-Bestellung, meine neue. Und ja, mein Kaffee, Lavazza, der entkoffeinierte. Ihr wisst ja, ich trinke entkoffeiniert, ich mag nicht richtigen Kaffee, da kriege ich immer Zitteranfälle, das ist nicht so gut für mich. Ich vertrage Kaffee oder Koffein generell nicht so. Und ich habe den entkoffeinierten Kaffee von Lavazza im Spar-Abo bei Amazon. Man kann da so ein Abo eingeben, in welchem Takt, ne, also soll es monatlich kommen, alle drei Monate. Ich habe es alle drei Monate. Und dann kommt der Kaffee an. Ja, genau. Und heute war es wieder soweit. Und ja, so 3 Monate, das reicht für mich aus, so eine Packung zu trinken. Ich trinke ja nicht so viel Kaffee, aber ich brauche sogar länger. Ja, auf jeden Fall ist das eine ganz gute Sache. Und dann habe ich noch eine LED-Tischlampe bestellt. Die ist aufladbar, kann man aber auch mit Strom betreiben. Genau, so sieht die aus. Werde ich euch auch auspacken und euch zeigen. Die habe ich nämlich für hier bestellt, weil die hier, die hatte ich von Action. Und die hält nicht lange. Also die kannst du aufladen nach einem Tag, wo man die nicht benutzt hat, ist der Akku alle und das ist echt nervig. Deswegen habe ich bei Amazon mal die Bewertungen gelesen und die soll echt sehr gut sein und auch sehr lange soll der Akku halten. Ja, ich werde sie mal auspacken und euch zeigen. So, die gibt es nämlich einmal in weiß und einmal in schwarz. So sieht die schwarze aus und so die weiße. Ich habe jetzt... Okay, nochmal. Ich habe die schwarze bestellt. Schmeiß weg. So, da kommt mir erstmal eine Bedienungsanleitung entgegen. Ein Ladekabel. Sieht so aus wie bei meinem Samsung. So ein Stecker. So, und dann haben wir jetzt hier die Lampe. Gut verpackt. Oh, die leuchtet schon. Ich bin da auf den Knopf dran gekommen. Und die leuchtet mir schon entgegen. Ist da noch was drin? Ne, das war es. Auf jeden Fall sehr gut verpackt. So, so sieht die Lampe aus. Die Marke heißt Contis. Contis? Glaube ich, wird es ausgesprochen. Also hier steht die Marke noch drauf. Und zum Aufladen haben wir hier die Öffnung. Ja, und die ist auf jeden Fall sehr, sehr hell. Und hier oben drüber ist der Touch-Dingen. So, mal schauen. So geht die aus. So geht die an. Ich habe gerade geguckt, die hat 2,5 Watt. Und ja, ein aus, einfach drauf drücken. Dann geht sie an. Hier mit einem einfachen Touch wieder aus. Und man kann, wenn man doppelt draufklickt, auf warmweiß wechseln und dann wieder auf kaltweiß. Kaltweiß und warmweiß. Und was man auch noch machen kann, wenn man gedrückt hält, seht ihr das, kann man einstellen, ob wie hell sie leuchten soll. Jetzt leuchtet sie ganz wenig. So, und jetzt lasse ich nochmal gedrückt. Und guck mal, dann wird sie richtig hell. Halte ich nochmal gedrückt, leuchtet sie nur noch ganz wenig. Und so leuchtet sie ganz viel, ganz stark sozusagen. Ja, genauso mit dem Warmweiß. Ja, eine echt schöne Lampe. Man sollte sie auch 4 Stunden ans Ladekabel dran machen, bevor man sie zum ersten Mal benutzt, damit die Batterielebensdauer
auch ja, gut ist und nicht direkt kaputt geht, die Batterie. Deswegen werde ich sie jetzt 4 Stunden aufladen und freue mich, sie heute Abend am Esstisch auszuprobieren. Ja, ich verlinke sie euch mal unten in die Infobox. Ich weiß nicht, ob ich einen Rabattcode habe. Falls ja, werde ich den auch noch in die Infobox reinschreiben. Ansonsten schaut euch die mal an. Richtig schönes Design, modernes Design. Also gefällt mir auf jeden Fall echt gut und scheint ziemlich robust zu sein. Also die ist auch ein bisschen schwerer. Hier unten ist noch so ein Anti-Rutschpad dran. Seht ihr das? Also die scheint richtig gut verarbeitet zu sein. Ja, rutscht auch nicht weg. Also richtig gute Verarbeitung, scheint sehr qualitativ zu sein und die ja, guten Bewertungen sprechen halt für sich. Also wenn ihr eine gute Tischlampe sucht, dann verlinke ich sie euch unten in die Infobox. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, bis wohin ich aufgenommen habe. Also ich war ja bei meiner Mama, das habe ich euch gezeigt. Ich war bei Action, habe ich euch das gezeigt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war ich bei Action, habe die Kühlmatte ausgetauscht, das ist mir auch total unproblematisch. Am Service habe ich die... durfte ich die liegen lassen, eine neue holen und musste nicht mal an die Kasse oder so einfach wieder gehen. Also es ging echt total schnell. Dann habe ich getankt für 1,77. Ja, ist eigentlich ganz günstig zu den normalen Verhältnissen, über 1,80. Dann war ich bei Rossmann, habe eine Haarfarbe geholt, zeige ich euch gleich alles. Was habe ich dann gemacht? Nach Rossmann war ich bei Starbucks. Ich war bei Starbucks im Zentrum und habe mir... 2 Sorten geholt zum Probieren. Die mit Pistazie, die habe ich verschenkt an den lieben Fotografen von Picture People. Ich bin da vorbeigelaufen und hatte die 2 Becher in der Hand. Und dann habe ich ihn da gesehen, weil Picture People ist ja auch im Zentrum. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er einen haben will, also den haben will, weil der war mir zu kaffeelastig. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Kaffeetyp, also ich mag schon, also ich trinke Kaffee mittlerweile, früher habe ich ja überhaupt keinen Kaffee getrunken, aber der muss halt nicht, der darf halt nicht so stark nach Kaffee schmecken, sondern muss ein bisschen milchig sein, ne, so ein bisschen cremig, also muss immer gemischt sein, weil ich so Kaffee, ganz allein nur Kaffee, das mag ich nicht. Ja, und das hat mir sehr kaffeelastig geschmeckt und dann habe ich ihm das geschenkt und ich hatte Creme Brûlée Eiskaffee, glaube ich hieß das. Der war sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Hat sehr schön milchig geschmeckt. Ne? Na, Creme Brûlée, so vanillemäßig so ein bisschen. Also milchig, Creme Brûlée halt, ne? Wie man es kennt. War wirklich lecker. Ja. Und ihr könnt, wenn ihr die Starbucks-App habt, könnt ihr sogar Punkte sammeln und Freigetränke euch nehmen. Und ihr könnt sogar eingeben, wie ihr euren Kaffee am liebsten trinkt. So entkoffeiniert zum Beispiel. Oder mit Hafermilch. Und dann wird er, glaube ich, auch so zubereitet. Ne? Ich habe die App noch nicht so lange. Muss ich mal gucken, aber es war komisch, ich habe zum Beispiel gar nichts gesagt und auf einmal, also ich habe mich echt gewundert, ich habe einfach nur die Starbucks-App gezeigt zum Abscannen. So, dann wartet man ja, bis man das Getränk kriegt und dann sagt sie so, für Niki. Ich so, hä? Normalerweise sagt man ja den Namen, ne? Und die schreiben das auf dem Becher. Ich habe überhaupt keinen Namen gesagt, ich dachte mir so... Hab so an mir selbst gezweifelt und dann habe ich gecheckt, okay, mein Name steht ja in der App drin. Also der Name stand drauf und dann stand da drauf Hafermilch, entkoffeiniert und noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Also es waren genauso die Punkte, die ich da angekreuzt hatte in der App. Also wurde das wahrscheinlich berücksichtigt. Das finde ich ganz cool, dann muss man das nicht immer sagen. Ja, Starbucks ist schon so ein bisschen teuer, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Aber schmeckt echt lecker. Also es ist wirklich sau lecker, muss ich sagen. Und man wird schnell süchtig danach. Ja, wie sieht es bei euch aus? Mögt ihr Starbucks? Holt ihr bei Starbucks ab und zu was? Oder sagt ihr, nö, war ich noch nie oder ist mir zu teuer oder wie auch immer. Ja, und nach Starbucks, weil ich beim Steuerberater musste noch was abgeben, musste ein paar Einschreiben abgeben bei der Post und jetzt bin ich nach Hause gekommen. Jetzt bin ich fix und alle. Ich muss aber noch einkaufen heute und muss noch Pappe wegbringen. Und noch irgendwas muss ich machen. Ach so. Und einen Rucksack haben wir verkauft von Pikachu. Von Pikachu. Von Alexandro, nicht von Pikachu. Pikachu, gehst du zur Schule? Ja, einen Rucksack. So eine Schultasche von Alexandro haben wir verkauft. Und genau, die muss ich auch noch abschicken heute. Der hatte gestern bezahlt über Kleinanzeigen. So sieht es erstmal aus. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich so geholt habe.
Wow, was ich jetzt echt gut finde. Normalerweise kommen die Prospekte ja immer in so einem Plastikbeutel, Plastikverpackung. Na? Und guck mal, das finde ich toll, dass die das jetzt so umgesetzt haben. Einfach nochmal so ein Papierding drum, ohne dieses Plastik, finde ich super. Also auf jeden Fall viel, viel besser für die Umwelt. Also Thomas Philips finde ich ja super, ne? Habt ihr Philips bei euch in der Nähe? Also die haben ja immer so günstige Sachen, ne? Vor allem auch für Garten. Oh, Blumen, total günstig. Hier, alles muss raus. Auch viele Pools, Garten und Campingmöbel, 30%. Cool, ich glaube, ich fahre mal hin und gucke mir das mal an. Aber die haben echt tolle, günstige Sachen. Ich liebe Philips. Auch hier, sag schon, Reinigungsartikel sind günstig. Oder hier auch fürs Auto. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommis schreiben, ob ihr Philips in der Nähe habt und ja, ob ihr da gerne hingeht. Also, falls nicht, probiert es mal aus. Die haben echt günstige Sachen, auch Lebensmittel, Getränke. Ja, Hellweg ist nicht interessant. Jysk gucke ich mir gar nicht an, weil ja, da brauche ich nichts von mittlerweile. Aber ich finde das irgendwie auch zu teuer, muss ich sagen, bei Jysk. Ich habe jetzt auch erfahren, dass Depot Insolvenz angemeldet hat. Also lasst mich nicht lügen, ich habe es irgendwo gelesen, dass Depot Insolvenz gemeldet hat. Und Leute, Oceans Apart. Das habe ich auch gehört, dass ein Insolvenzverfahren aufgemacht wurde. Oceans Apart. Und ich habe gehört, dass viele noch dort bestellt haben und die das auch noch nicht so an die große Glocke gehangen haben von Oceans Apart. Die äußern sich wohl nicht dazu, zu dieser Insolvenz. Und dass viele Leute noch da bestellen und sich fragen, wo die Bestellungen bleiben. Also wie gesagt, habe ich gehört, es kommt nicht von mir aus meinem Mund, habe ich nur so gehört. Deswegen erzähle ich das. Ja, so sieht's aus. Baumarkt interessiert mich auch nicht. Aber wir haben hier so einen Sonderpreis-Baumarkt. Da ist auf jeden Fall alles viel günstiger. Und so ein Hochdruckreiniger ist wirklich sehr viel wert. Machen wir die Terrasse so zweimal im Jahr auch mit sauber. Ja, normal gehe ich nur hin, wenn Alexander zum Kickboxen gefahren wird, weil das da in der Nähe ist zum Einkaufen. Ja, Poco gucke ich ab und zu mal rein. Meine Mama braucht auch noch einen Couchtisch. Ja, Lidl, mein Laden, mein allerliebster. Lidl und Kaufland gehe ich gerne. Aldi auch. Aber ich weiß gar nicht, hat Aldi eine App, wo man sparen kann? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal. Also Lidl gibt es ja immer diese günstigen Lidl Plus Angebote. Ja, hier ist Aldi, da gucke ich auch rein. Rossmann gucke ich mittlerweile gar nicht mehr rein. Ich habe da schon so viel Geld ausgegeben bei Rossmann und DM. Also ich bin immer noch am Aufbrauchen. Deos und Shampoos und Duschgels. Nee, deswegen. Ja, Penny gehe ich fast nie hin. Also wirklich, vielleicht nur einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Trinkgut auch nicht und Netto auch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Wo geht ihr immer einkaufen? So, ihr Lieben, ich habe mir, wie gesagt, einmal eine Haarfarbe geholt von Poly Palette. Und die hole ich mir hier immer in blau-schwarz. Dann habe ich Pikachu Leckerli mitgenommen. Aber mochte er irgendwie nicht. Also er hat es nicht gefressen. Vielleicht liegt es auch an der Impfung, dass er da, ja, es ihm nicht so gut ging und er das nicht essen wollte. Das weiß ich nicht. Ansonsten, wie gesagt, weiß nicht, ob es ihm nicht geschmeckt hat, hat er es nicht gegessen. Ja, dann die Kühlmatte, die neu, die ich geholt habe. Am besten immer so ein bisschen öffnen und gucken. Ich hatte jetzt auch beide Seiten aufgemacht und geguckt, ob da nicht wieder Schimmel dran ist. Ja, da kommst du auch nicht drauf, ne? Dass da Schimmel, also dass das schimmelt. Ja, man merkt es auch, wenn man hier so anfasst, dann merkt man auch direkt, wie kühl diese Matte ist. Ich guck mal eben, wie groß ist die? Ja, passt für Pikachu, passt super. Man muss auf jeden Fall, also steht drauf, wenn der Hund zu lange drauf ist, muss man die ein bisschen zur Seite, also den Hund entfernen von der Matte, damit die Matte auch wieder abkühlen kann, weil sonst wird die schnell warm. Ach, guck mal, ich lasse den mal drauf liegen, weil dem wird echt schnell warm mit seinem ganzen Fell. Wo ist er denn? Der ist doch bestimmt irgendwo in einem kühlen Plätzchen. Wo ist denn mein Hund? Oh, Babychen, dir geht's nicht so gut heute Nacht. Hier,
da drauf, Pikachu, komm. Mach Platz. Hier. Mach Platz. Die ist schön kühl. Oh, der Arme. Ich glaube, die Impfung. Die Impfung macht ihn heute zu schaffen. Ich bin jetzt ein bisschen draufgedrängt. Ja, schaut sehr schön kühl, die Matte, ne? Bleib mal da drauf. Die kühlt schön. So, dann ist Alexandros Englisch-Arbeitsheft oder Arbeitsbuch heute angekommen. Und die haben das in den Briefkasten reingestopft. Und guck mal, das ist schon hier zerknittert. Boah, da bin ich ein Monk, ne? Also das finde ich echt scheiße. Aber nun gut, ich glaube, nach einer Woche wird das Heft genauso aussehen bei Alexandro im Rucksack. Von daher okay. Ja, und ich habe euch ja gesagt, es gibt ja diese Kastration auf Zeit. Da muss ich mich einmal durchlesen. Und ich hatte nach den Preisen gefragt. 4,7 Milligramm 135,20 Euro und 9,4 Milligramm 220,80 Euro. Ah, okay. Die hält circa 6 Monate und die hält ein Jahr. Ja, weiß ich nicht. Habt ihr da Erfahrungen mit? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommis. Bin mal gespannt. Ich lese mich auf jeden Fall hier durch. Ich meine, es ist ja auch wieder Chemie, ne? Ist ja auch nicht so toll für den Hund. Aber ja, werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Leute, mein Mittagessen. Salami-Sticks mit Petersilie. Ich liebe Petersilie. Petersilie ist auch richtig gesund, solltet ihr öfter essen. Ich liebe es einfach so, die Blätter zu essen von der Petersilie. Einfach so. Aber ich liebe Petersilie auch zum Frühstück. Einfach so Blätter. Ein paar Stiele, ein paar Blätter. Abschneiden, zum Brötchen mit essen oder zum Ei. Petersilie im Salat ist sehr lecker. Petersilie im Essen natürlich. Aber so frisch einfach ein paar Stängel abschneiden und so essen ist auch sehr, sehr gesund. Und ich liebe sie einfach. Ich liebe irgendwie den Petersiliengeschmack. Könnt ihr auch unbedenklich euren Hund geben. Ist auch gut für Mundgeruch. Na? Auch für die Hunde. Ein Babychen. Schreibt mal in die Kommis, ob ihr auch Petersilie so mögt oder ob ihr das mal so probiert habt, einfach so einen Stängel Petersilie zu essen. Wenn nicht, probiert es mal, ist wirklich sehr lecker. So ihr Lieben, wir haben jetzt nach 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich heute noch einkaufen gehe. Ich bin irgendwie total K.O. Und Pikachu geht es irgendwie auch nicht gut. Der ist total schläfrig. Der sucht die ganze Zeit Ruhe. Der ist jetzt hier im Hausflur. Schön. Oh, der ist total durch mit der Impfung. Schlaf hier schön kühl, ne? Ja, und Ermin kommt gleich von der Arbeit. Der hat mir geschrieben, der schreibt mir dann immer, bevor er losfährt, damit ich weiß, wegen Essen machen. Heute mache ich ganz was ganz Einfaches, Rosmarinkartoffeln. Mit Backcamembert. Dazu mache ich einen frischen Blattsalat mit Gurke. Ja, und ich habe hier noch Butterschmalz von meiner Schwiegermutter. Die hat das hier gelassen, als sie hier auf Pikachu aufgepasst hat. Da werde ich die Rosmarinkartoffeln darin halt anbraten. Ja, und hier haben wir auch noch Paprika von letztens. So, Erwin ist jetzt zu Hause. Hallo. Und ja, Essen ist fertig. Heute gibt es, wie gesagt, Camembert mit Rosmarinkartoffeln und ich habe das zu einem Salat gemacht. Und wir haben noch die Paprikas. Leute, seht ihr, wie trüb das Wasser ist? Wir können heute leider nicht ins Wasser. Das ist irgendwie, weil da nicht so viel Chlor drin. Also der pH-Wert ist okay, aber der Chlorwert war jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Chlor reingemacht. Das nennt sich Stoßchlorung. Und da sollte man die Pumpe auch 24 Stunden laufen lassen. Und dann sollte das Wasser morgen wieder klar sein. Jetzt gerade geht die Sonne da hinten unter. Das ist voll schön. I see something, it's coming.